Und damit willkommen zurück. Aufnahme läuft. Sehr schön. Okay. Jetzt muss ich noch diese Schlacht schlagen. Gegen Azog, Drogoth, Schlangenzunge und Saruman. Okay. Wir geben wieder unser Bestes und versuchen einfach so gut es geht, ne, zu gewinnen. Diesmal habe ich einen kleinen Vorteil, einen winzigen. Und zwar, ich glaube, ich habe dort eine Mine. Das hilft nicht viel, aber es sind 300, die ich mir spare und ich kriege am Anfang ein bisschen mehr Geld rein. Was ja gar nicht so schlecht ist, ne? So. So. Genau, jetzt ist die Frage. Will ich eine zweite 15 haben? Oder eine zweite 10? Und ich glaube, ich nehme die Mine. Ja, ich nehme die Mine. Die Mine ist gut. Die Mine dürfte mir sehr schön helfen. So, das Feuer auf Automatik zu stellen, ist gar nicht so schlecht. Na, alles, was hilft. Alles, was hilft, möchte ich haben. Und auch hier kann man Feuer nehmen. So. Ich muss hier ein bisschen vorsichtiger spielen, tatsächlich. Da kommt Azog. Der ist schon Stufe 5. Das ist... dezent riskant. Aber okay. So, genau. Die Mine steht schon. Das ist nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, so nah wie möglich dahin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt, diesen Bums da zu bauen. Aber hey, haben oder nicht haben. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Baut's mit Zwergengeschick. Jetzt gehört das Gebäude uns. Okay. Wir erledigen das. Gut, der läuft hier rum. Ist ja egal. Moment einmal. Dann muss ich jetzt kurz warten. So, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Okay. Da läuft ein Grimar. So. Schauen wir mal, ob der reingeht. Oh, das ist halt auch sehr riskant. Ja, gut, die machen halt hier ein bisschen Bum, 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 ne? Ist jetzt nicht so wild. So. Okay. Ich sollte natürlich verhindern. Ah, der Azog, der jetzt hier rumrennt, ist nicht so geil. Ja. So, das. Dann. Wieso nicht? Und hier noch eine Mine hin. Na komm. So, ist der drin? Perfekt, dann machen wir hier zu. Aha. Auch interessant. Eigentlich bräuchte ich ja nur das da, ne? So, Azog ist schon mal tot. Nicht schlecht. So, hier machen wir nochmal kurz zu, nur um ihn zu nerven. Perfekt, die angegangen wurden, haben gelevelt. Perfekt, das heißt, die leben wieder ein bisschen besser. Und hier können wir noch bauen. Das war es dann auch so fast. Ja. So. Ich glaube nicht, dass diese Sache viel bringt, bin ich ehrlich. Okay. So. Ich stehe gerade noch sehr defensiv da, aber
Die Urukai spielen sehr Dunland-lastig. Was für mich gut ist, weil die Dunländer sind an und für sich nicht so stark als Einheit. So. Den abknallen. Vielleicht schafft man ja auch. Bevor er entkommt. Ja, vielleicht auch nicht. So. Hier bauen wir eine Dingens hin. So. Ich glaube, ich sammle mich nochmal. Nochmal zurückziehen. Weil. Ich weiß es. Ja, ich weiß es nicht. Pass auf. Wir gehen mal dahin. Okay? Das schadet nicht. Das schadet noch nicht. Es ist okay. Ich brauche hier auf jeden Fall ein Upgrade. Sehr schön. Ja. Okay, das gehört mir nicht, aber... whatever. Ah, jetzt kommen die Orks. Okay. Aha. Aber da stehe ich ja ganz defensiv gut da. Wunderprächtig. So, was ich noch brauchen werde, ist hier nochmal ein Gebäude. Kann ich das hier irgendwo hinbauen? Nein? Ja, komm schon. Okay, whatever. Okay, nee, 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 das passt. So. Wir haben hier Lara jetzt schon... oh, hier hat's ein... da müssen wir schnell hin. Oh, oh, oh. Okay. Ja. Okay. Oh Gott. Da hat's einen Saruman auch noch. Okay. Na, das wird jetzt was. Das wird jetzt ganz schwierig. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Okay, pass auf. Das, das, das. Schaffe ich den Saruman? Ich scheine ihn zu schaffen. Oh boy. Das schaut ganz furchtbar aus. Bin ich ehrlich, das schaut gerade ganz furchtbar aus. Ich hätte nicht rausgehen dürfen so früh. Das war ein Riesenfehler. So, den müssen wir töten. Und den müssen wir töten. Und der muss es irgendwie hier reinschaffen. So, wo ist Saruman? Scheibe. Das ist jetzt ganz beschissen. Aber okay, kann ich nicht ändern. Oh boy. Na gut, vielleicht kriege ich den Drachen irgendwie weg. Und vielleicht bekomme ich auch irgendwie... die sind da reingekommen. Oh, das ist ganz schlecht. Der Drache hängt. Sehr schön. Ist gut für mich. Okay. Wie teuer ist denn der 900? Das muss ich auf jeden Fall machen. Ja. Wow, die Mine hat sehr knapp überlebt. Okay. Na, ja, besser als nichts. Die Katapulte gehen alle kaputt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das sieht schlecht aus, bin ich ehrlich. Das sieht gerade sehr schlecht aus.
Das ist es nicht wert. Okay, ich krieg die Mine. Das ist es einfach nicht wert aktuell. Es muss ohne gehen. Schade um die Katapulte. Sehr schade drum. Aber okay. Na gut, ich stehe hier defensiv, so gut wie es geht. Das Ding lebt noch, das ist komplett zerstört worden. Da komme ich durch, das steht und das können sie gerne haben, das ist egal. So. Okay, hier kommt ein Baumeister ran. Wenn der durchgeht, muss ich den fokussen. So, jeder Baumeister, der tot ist, ist ein guter Baumeister. Dann auf die Drachen. Okay. Dann auf die Drachen. Okay. Gut, mehr kann ich gerade nicht machen. Schaffen wir die Drachen? Sieht nicht so aus. So, das ist wichtig. Ich müsste halt mal auf die Feuerpfeile kommen. Da bin ich aber noch ein gutes Stück weg. Nee, die Feuerpfeile mache ich, sobald ich Fullbild bin und nichts mehr bauen kann. So, hier stehe ich noch defensiv, das passt. Der stirbt. Okay, passt. Ich bin irgendwie am Leben. Ich weiß nicht, ob ich die Schleuder brauche, bin ich ehrlich. Ich weiß es nicht. Aber eine Mine wäre an der Stelle nicht schlecht. Das Tor ist kaputt, aber das macht nichts, weil ich habe eh nur hier vorne Stress. Okay, ich mach mal das da. Ja. So. Gut. Na komm. 2,40. Ich habe also schon einen kleinen Prozentsatz an Bonus. 20%. Besser als nichts. So. Hier drüben sollte ich wahrscheinlich. Wir bauen uns hier mal einen Turm hin. So, weiter geht's. Die Truppe kann ja mal darüber gehen. So, Statue bauen. Fast ein Missklick. So. Okay. Die Frage ist, was passiert hier? Das ist so. Phalang, Phalang, Phalang. Okay. Gut. Okay. Und weiter nach vorne. So, der Drache ist tot. Saruman ist tot. Der Rest ist auch tot. Brauch mehr Phalang. So, nur für den Fall der Fälle mal da einen Turm bauen. Drachen töten, Drachen töten. Das ist wichtig. Die zurückziehen, die gehen da vor. So. Schützt den Minenschacht. Okay, alles gut. So. Okay, weiter geht's. Irgendwo da hat's Schwachsinn. Oh, die haben hier was kaputt gemacht. Okay. Ja, das brauchen wir nicht, aber das können wir so bauen. Okay. Gut. Okay. Passt bisher. Ich muss jetzt hier nur weiter. Ja, ja. Ja, das ist ja egal. Okay.
Oh boy, okay, die KI hat den Wächter. Das ist gefährlich. Okay, das ist ein Problem. Das muss raus. Und ich würde mal sagen, ich baue jetzt hier noch ein Ding. Kein Geld. So. Weg mit den Drachen. Okay. Abfahrt. Der macht mir echt einen Stress, bin ich ehrlich. So, mehr Verlangen. Okay, bisher passt's. Wir machen jetzt hier sowas. Wumps. Das hilft mir zumindest ein bisschen. Und dann weiter nach vorne, ne? So, hier noch einen defensiven Turm. Nur um sicher zu sein, dass sie nicht so ganz einfach durchdringen können. Okay. Ich find's cool, dass die Strategie so gut funktioniert. Bin ich echt, echt happy drüber. Bogenschützen. So. Ah, ihr könnt ja da rein. So. Ich brauche hier ein bisschen Defense. Eine Esse wäre nicht schlecht. So. Jetzt haben wir Flammenpfeile. Dann wollen wir mal. Das ist halt eklig. Aber genau aus diesem Grund habe ich hier auch einen Turm gebaut. Den fehlt leider nur noch das Upgrade. Komm, komm, komm. Gut. So. Weg mit den Drachen. Ja, wenn du die fokust, ist gut. Das muss man halt auch machen. Einfach nur Attack Move ist nicht das Beste. Bin ich ehrlich. Das geht. Ist aber nicht das Beste. So, den Bogenschützen diese Fähigkeit aktivieren. So. Der Troll rennt rum. Das rennt rum. Passt alles. Vielleicht sollte ich hier noch eine Schleuder bauen, aber ganz im Ernst. So. Okay. So. Das können wir auch machen. So, einmal hier bitte. Den Schüssel. So, das kommt hier durch. Fahrlang, Fahrlang. Das hier. Schwupp, schwupp. Und weiter geht's. Frontmine. Okay. Ich würde sagen, das sieht verdammt gut aus, bin ich ehrlich. Ich würde sagen, das sieht verdammt gut aus. Oder? Was sagt ihr? Müsste passen, oder? Yeah, einer weniger. Sehr schön. Easy. Also, war nicht ganz easy, aber es geht. Ich glaube, ich bin wieder da, Leute. Ich glaube, ich bin wieder da. Ich war mal ganz kurz weg. Für ein Dreivierteljahr. Aber ich glaube, ich bin wieder da. Man muss sich halt auch an die Zwerge erst gewöhnen. Die spielen sich schon ein bisschen anders. So. Easy.
Es ist so schade, dass ich den ganzen Bums nicht behalten darf. Es ist so traurig. Aber na gut, so ist es halt. So. Passt. Oder? Was sagt mein Bonus? 40%. Dann kann ich jetzt sogar eine Schmiede bauen. Die passt sogar hier hin. Ich weiß nicht, ob die Truppen da... Ja, nee, das ist blöd. Wenn die da nicht rauskommen, habe ich ein Problem. So ist besser. So, trotzdem baue ich weiter Statuen, weil der Bonus ist gut. Und nicht nachlässig werden, ne? Nicht nachlässig werden. Ich habe schon Games verloren. Das passiert manchmal sehr blöd. Und dann... Aua. Okay. Aber bisher geht's. Bisher geht's. So. Gewonnen. Alles abwählen. Passt. Aber wieder verteidigt. Ich bin halt leider noch lange nicht aus dem Schneider. Aber ich habe zumindest eine Chance, diesen Run zu gewinnen. Und ich bin wirklich hyped. Ich bin hyped. Ja. Das war aber geplant. Das passt schon. So, und ich habe jetzt 2100. Mein Income ist ziemlicher Rotz. Ja. Aber das wird. Das wird schon. Ich baue hier eine Halle der Krieger, gehe runter und gehe mit Gimli weiter. So. Okay. Dann. Der rüber. Wir bilden aus. Jetzt die Frage. Hier kann ich Tal ausbilden. Hier nur normalen Schwachsinn. Und für ein Katapult reicht's noch. Beziehungsweise ich habe schon zwei. Ich brauche kein drittes Katapult. Dann spare ich mir das Geld lieber. Dann bringe ich das Katapult. Bringe ich es jetzt zu Gloin? Ich glaube, ich lasse es noch stehen. Das Problem an der Geschichte ist, hier werde ich bald weggebrezelt. Und zwar ziemlich gemein. Wirklich gemein. Ich kann aber mal eine Mine bauen. Auf gut Glück, sag ich mal. Weil jetzt kommt Angmar. Orks. Und die. Jetzt kommt das alles. Ja. Ich krieg halt die Orks nicht weg. Also ich könnte, wisst ihr, ich könnte versuchen, das zu spielen. Aber das bringt nichts, weil egal wo ich hingehe, die Orks werden da auch hingehen und machen ihren Bums. Ist einfach so. Es ist sicherer, hier zu warten, bis ich hier eine wirklich schlagfertige Truppe habe, wie Sworte mit Gloin. Wenn das hier fällt, blöd, aber nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass ich hier eine Gloin-Armee habe, die was kann, die stark ist, die ausgerüstet ist und mit der ich dann hoffentlich irgendwie durchkomme. Mein Vorteil ist, ich habe den Fangorn, der gibt mir jetzt auch einen Scheiß, okay, aber vielleicht ziehen einige der Truppen zum Fangorn. Vielleicht zieht einiges von dem, also die beiden bestimmt, bei den Orks hier weiß ich es nicht, nach Ker'Andros. Die werden wahrscheinlich hier hochgehen. Ich weiß es aber nicht, deswegen muss ich die auf beiden Seiten ausbilden, weil ich kann es nicht wissen. So, ich kann es nicht wissen, aber ich glaube, es wäre besser, wir hätten noch ein paar Phalangen. Habe ich schon. Okay, never mind. So. Okay. Das geht, das geht schon. Weil die bilden noch keine Truppen aus. Das sind bisher nur die Helden mit ihrem Ritterbataillon und dem Gebirgstroll. Der ist stark. Nee, ist kein Kampftroll. Gebirgstroll ist egal. So, und hier bleibe ich stehen und verteidige so weit wie ich kann. Genau wie hier. Und dann versuche ich mit der Armee mich frei zu kämpfen, irgendwo durchzubrechen. Vielleicht die Orks tot zu jagen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss ich erstmal Mordor weghauen. Könnte ich aber auch versuchen. Na, ich hole mir Helms Klamm und ich hole mir Minas Tirith, weil das sind Festungen, die ich theoretisch endlos lange verteidigen kann. Das geht. Ich brauche dort nur... Ja, ich brauche dort nur Menschen aus Tal. Schützen aus Tal. Genau. Und dann läuft das. Schützen aus Tal. Und die kann ich ausbilden. Hier, hier und hier. Das Geld habe ich dann.
Also noch habe ich es, später vielleicht. Mal gucken. Und dann wird das. Okay, hier sind wir durch. Ich mache noch eine Episode und dann reicht's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.